Aber warum stehen wir noch hier? Wir stehen hier und der Auslöser, der große Auslöser war ja die Ukraine gewesen und das, was in der Ukraine so passiert ist und immer noch passiert, und es scheint immer nur schlimmer zu werden anstatt besser. Und über die aktuelle Berichterstattung, über das Aktuelle, was momentan in der Ukraine läuft, da möchte uns die Sandra mal was zu sagen. Ja, hallo? Da bin ich wieder. Wieder mit den Kriegsnachrichten, und zwar nicht das, was hier von den Medien nicht berichtet wird, sondern wir haben ja durch Bekannte Informationen von Leuten, die eben Verwandte, Bekannte und ja, Partner dort unten in der Ukraine haben, und von daher sind das Berichte, die sich dort vor Ort wirklich abspielen, was hier nicht berichtet wird. Und die Lage, wie Rick schon sagte, ist sehr ernst. Und zwar hätte ich jetzt erstmal zwei Berichte, die wir gestern noch zugeschickt bekommen haben. Mitteilung eines Zeugen aus Slawiansk. Als das Strafkommando in die Stadt einmarschiert ist, haben sie erklärt, dass um 14 Uhr alle Bürger sich am Platz versammeln sollen, um sich bei der ukrainischen Armee für die Befreiung zu bedanken. Dabei wollten sie irgendeine Erklärung abgeben. Erinnert euch das an was? Die Faschisten haben das gleich in den okkupierten Städten getan. Als die Menschen begannen, sich zu versammeln, es gab auch solche, die kamen, haben die Söldner in die Luft geschossen. Erklärung wurde nicht abgegeben. Es wurde den Menschen gesagt, sie sollen sich fern von den Söldnern halten. Die Miliz von Slawiansk wurde in ein Auto gesetzt. Die Augenzeugen berichten, dass sie viele junge Männer in blauen Hemden in Handschellen gesehen haben. Das weitere Schicksal dieser Menschen ist nicht bekannt. Ein weiterer Bericht, der uns gestern Abend noch, oder den ich gestern Abend noch erhalten habe: Alle Männer zwischen 25 und 35 wurden verhaftet. Frauen werden in KZs geschafft und von ihren Kindern getrennt. Das SBU-Gebäude wurde gesprengt, da die Armee sich nicht hineingetraut hat. Wohlgemerkt, das sind Augenzeugenberichte. Weiterhin ist ein Filmmaterial ins Internet gestellt worden. Und zwar handelt es sich um ein Interview mit Mikhail Kowal, stellvertretender Verteidigungsminister. Und darin wird bestätigt, dass er Filtrationslager errichten, oder dass Filtrationslager errichtet werden sollen. Und er berichtet dazu, es werden spezielle Filtrationsmaßnahmen getroffen. Es wird darauf geachtet, dass es unter den Menschen, unter anderem unter den Frauen, keine gibt, die mit den Separatisten verbunden sind, die Verbrechen auf ukrainischem Boden begangen haben, solche Verbrechen, die mit terroristischer Tätigkeit zu tun haben. Und das alles kann durchaus sein. Wir haben sehr viele Informationen. Unsere Datenbank ist sehr groß. Entsprechende Behörden, die dafür bestimmt sind, werden dies umsetzen. Außerdem ist eine ernsthafte Frage, die damit zusammenhängt, dass die Menschen in verschiedenen Regionen untergebracht werden. Sitzreporter haben sich auf den Weg gemacht und sind diesen Filtrationslagern auf die Spur gegangen. Und zwar herrschen dort unterschiedliche Gerüchte. Das Objekt soll angeblich für illegale Migranten gebaut werden. Der Auftraggeber ist das Innenministerium der Ukraine. Der Investor ist die Europäische Union. Der Bau, der von Arbeitern aus der Türkei vorgenommen wird, also keine Menschen, die dort unten, also keine Bürger aus der Ukraine, sondern es werden ausländische Baufirmen beauftragt, um diesen Bau vorzunehmen. Und denen wird dann auch nur so viel mitgeteilt,
dass Sie auch nur wissen, dass es sich um eine Baumaßnahme in Unterbringungsmöglichkeit für illegale Migranten handelt. Die Bauabnahme ist im Sommer 2014, sprich, fertiggestellt. Die Reporter sind dorthin gefahren. Eine riesige Betonmauer mit Stacheldraht befindet sich in Donetsk auf einem ehemaligen Militärstandort. Die Frage, die sich die Reporter gestellt haben und die dann eben auch vermerkt war, war, wozu ein Objekt für illegale Migranten gebaut wird und Gelder in ein Lager investiert werden unter den Bedingungen von Armut und der allgemeinen Zerrüttung in der Ukraine. Dann auch noch angeblich für illegale Migranten, denn die Ukraine ist keine Insel Sizilien oder Lampedusa mit tausenden afrikanischen Flüchtlingen. Den Innenbau, den man sich angeguckt hat, sah sehr suspekt aus und die Reporterin, sie meinten, es hat sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit einem Konzentrationslager. Und dazu, weil ich auch erst gar nicht glauben konnte, was dort berichtet wird, habe ich hier noch auch von den Leuten, die von dort unten berichten, die vor Ort sind. Und zwar, das Schweiz Magazin berichtet, amerikanische Berater empfehlen Poroschenko Erschießungen und KZs. Die VS-Agentur RAND, R-A-N-D, ich spreche das jetzt mal so aus, wie es ausgesprochen war, damit ihr wisst, woher es kommt. Rät dem Anführer der Kiewer Junta Poroschenko, die Gefangenen zu töten. Er soll auch Konzentrationslager einrichten und das Eigentum der Zivilisten beschlagnahmen, um es als Beute an die Kämpfer zu verteilen. Spezialisten der amerikanischen Strategic Research Center RAND Corporation haben ein Dokument für den Anführer der ukrainischen Putschisten, Petro Poroschenko, das detaillierte Maßnahmen im Falle des Scheiterns des Friedensplans im Südosten des Landes beschreibt. Die Agentur rät, gefangene Milizen und sympathierende Zivilisten zu erschießen. Die Agentur offeriert auf einen Ort, an dem Poroschenko Bewohner des Donbass, die nicht mit seiner Politik einverstanden sind, in spezielle Konzentrationslager unterbringen kann. Weiterhin soll im Zuge einer militärischen Strafoperation den Kämpfern der Putschisten als Belohnung das beschlagnahmte Eigentum von Zivilisten versprochen werden. Das Dokument empfiehlt als Hauptstufe des Krieges eine effektive Unterdrückung der rebellischen Bürger. Während der ersten Phase soll in der Region das Kriegsrecht eingeführt werden. Es wird vorgeschlagen, die Region Donbass vom Rest der Welt abzuschneiden, die Ausreise der Menschen zu verhindern, die Lieferung von Gegenständen einschließlich Nahrung zu stoppen und alle Kommunikationswege wie Telefon, Mobilfunk oder Internet zu verhindern und abzuschalten. Die zweite Phase beinhaltet die Zerstörung der Miliz. Wie wir ja vorhin gehört haben, wurden da die Männer abgeführt und sie waren nicht wiedergesehen. Keiner weiß, was mit ihnen passiert ist. Laut dem Plan soll Poroschenko Luftangriffe auf strategische Ziele und Truppenkonzentrationen durchführen. Das Dokument sagt, dass der Einsatz von verbotenen Waffen, um den Verlust von Menschenleben zu reduzieren, nicht ausgeschlossen sei. Ich denke mir, das ist eine Aussage, da muss man erstmal schlucken. Verbotene Waffen einsetzen, um Menschenleben nicht zu reduzieren. Das Dokument enthält unter anderem folgende Empfehlungen. Jeder, der eine Waffe bei sich trägt oder sich gegen die Maßnahme wehrt, soll sofort erschossen werden. Das heißt, wenn ich dort nur ein Wort irgendwie, was denen nicht gefällt, sage, vielleicht irgendeine Bewegung mache, dass man mich abschießen. Ich nenne sowas vogelfrei. Mit Demokratie
wohl kaum mehr irgendwie in Zusammenhang zu bringen. Männliche Personen sollen in Konzentrationslagern verschwinden. Kinder unter 13 und Personen über 60 Jahren sollen ebenfalls in speziellen Lagern untergebracht werden. Der dritte Punkt des Plans sieht die Wiederherstellung des normalen Lebens in der Region vor. Wie sieht denn da das normale Leben angeblich aus? Flüchtlinge können in ihre Häuser zurückkehren, aber nur nach sorgfältiger Prüfung in Umerziehungslagern. Die RAND Corporation ist in Santa Monica ansässig und seit dem Jahr 1948 unter der Schirmherrschaft der Luftwaffe der Vereinigten Staaten von Amerika. Zu Beginn ihrer Aktivitäten engagierte sich RAND im Bereich grundsätzlicher Lösung technischer Probleme und der Entwicklung von Flugzeugen, Raketen und Satelliten. Seit den frühen 1950er Jahren begann RAND auf Befehl von der VS, Vereinigte Staaten, Regierungsbehörden zu arbeiten. Sie waren beauftragt mit der Forschung zu Fragen der nationalen Sicherheit inklusive strategischer Aspekte. Gleichzeitig war RAND eine gemeinnützige Organisation. Heute ist RAND laut veröffentlichten Berichten mit einer breiten Palette von Themen wie gesundheitlicher Probleme, Drogenforschung, regionale Integration, Umwelt, internationale Beziehungen und in Sicherheitsfragen der Vereinigten Staaten von Amerika und anderer Länder tätig. Zum Abschluss noch einen Bericht und eine Anmerkung zur EU. Anhand von Berichten ist bereits erkennbar, dass die EU ihre eigenen Ziele ganz klar weiterhin verfolgen wird. Unabdingbar. Na dann, gute Nacht, liebes Europa. Deine Stimme bei der Wahl war ja wohl nicht mehr als ein Pfifferling wert. Und genauso klar wird sie auch unser Europa voll an die Wand fahren, sofern sie das in einigen Ländern nicht schon bereits getan hat. Unabhängig von anderen Meinungen oder gar dem einzelnen Bürger, der einmal der Europäischen Union sein Vertrauen schenken wollte. Wieder mal ein weiterer Schlag ins Gesicht. Europa macht die Augen auf. Denn Europa bedeutet nicht Demokratie und Wohlstand für dich und für mich. Europa bedeutet langfristig Arbeitslosigkeit, Ausbeutung und Umweltvernichtung. Ja, sogar Krieg und Tod. Und immer nur zum Wohle von Großkonzernen und Finanzunternehmen. Aber ganz sicher nicht für den Bürger Europas. Demokratie, die gibt es in Europa schon lange nicht mehr. Auch wenn man dies immer wieder den potenziellen Wähler vormachen will. Und die Medien führen diese Propagandamaschinerie mit ihren Lügen und dem Verschweigen von Tatsachen, siehe den Mainstream-Medien, fleißig fort. Im Auftrag der Regierung, die lediglich ihre eigenen Interessen verfolgen. Da kann einem auch schon mal gefälschtes Filmmaterial unterkommen. Du spürst es doch nicht am eigenen Leib und dich interessiert Politik eigentlich gar nicht? Dann warte mal ab, wie dir das deine Kinder in ein paar Jahren einmal beantworten werden. Und wenn ihr jetzt nicht die Augen zum Sehen braucht, dann werdet ihr sie später zum Weinen brauchen. Und jetzt, Dankeschön.